Der BVB-Attentäter Sergej W. ist wegen 28-fachen Mordversuches vom Dortmunder Schwurgericht zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte am 11. April 2017 einen Sprengstoffanschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund verübt. Die Staatsanwaltschaft hatte lebenslang gefordert, die Verteidigung auf eine Strafe von unter 10 Jahren plädiert. Sergej W. hatte darauf gesetzt, dass die BVB-Aktie durch die Tat an Kurs verliert und er auf diese Weise Spekulationsgewinne erzielt. Marc Bartra, der damals bei Borussia Dortmund unter Vertrag stand, zog sich bei dem Anschlag einen Handbruch zu. Ein Polizist erlitt ein Knalltrauma.